ganz fix zum Cakewalk-Metronom-Profi. Ein Metronom ist ein Taktgeber, der uns bei Aufnahme und oder Wiedergabe mit einem Klick begleitet. Habe ich in meinem Projekt 120 BPM, schlägt das Metronom 120 Mal in der Minute. In dem Fall also Viertelnoten. Ist dieses Modul nicht bei euch da? Dann Rechtsklick hier irgendwo im Modulbereich und dann unter Module Transport aktivieren. Ich kann meinen Klick begleiten zur Wiedergabe oder für die Aufnahme hier ein- oder ausschalten. Ich kann aber auch noch mehr einstellen, und zwar hier. Und das öffnet die Metronomeinstellungen. Mit Aufnahme einzählen legen wir fest, wie viele Takte eingezählt wird, bevor die Aufnahme beginnt. Ich möchte jetzt einen Takt einzählen, also hier eine 1 eintragen, okay. Aufnahme drücken. Und jetzt startet die Aufnahme. Ihr könnt statt Takte auch Zähleinheiten auswählen, wenn ich denn wollte. Jetzt nehmen wir da mal beispielsweise 5 Zähleinheiten. Jetzt startet die Aufnahme. Und standardmäßig haben wir eine Zählunterteilung von 1, das heißt, es wären Viertel mitgezählt, also 1, 2, 3, 4. Bei 1/2 werden Achtel gezählt, also 1 und 2 und 3 und 4. Und bei Viertel sind es dann 16-Noten. Das war meine Zunge zu langsam. 1 und die 2 und die da 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 da. Nervt dich der Metronom-Sound, dann kannst du den hier ändern. Das hier ist der Sound für den jeweils ersten Schlag eines Taktes und hier der Sound für den Rest. Möchte ich diese Betonung nicht, gleiche ich einfach beide Werte an. Hier lege ich fest, an welchen Ausgang das Metronom geschickt wird. Das kann ein Ausgangsport sein oder auch ein Bus. Soll das Metronom über ein MIDI-Gerät ausgegeben werden, zum Beispiel ein externes Keyboard, dann findest du alle Einstellungen dafür hier. Ja, und so einfach ist es. Genau wie das hier oder das hier.